Hey Leute und willkommen zurück am zweiten Kanal, der noch einen Namen sucht. Wir sind noch immer in der gleichen Aufnahmesession wie letztes Mal, wo wir vielleicht verhaftet wurden, Diana. Vielleicht, aber nur, ne? Ja, nur also. Vielleicht. Aber wenn, ist die Keksverschwörung kombiniert mit der Pizzaverschwörung daran schuld. Ja, die Keksverschwörung. Wir müssen alle Kekse retten, Leute. Das ist unser Ziel im Spiel. Und ja, wir versuchen jetzt nochmal unser Glück hier beim Klauen. Ich denke, Diana, wir sollten einfach nur einen Gegenstand nehmen und gehen. Oder schneller drücken. Ich weiß es noch nicht. Was sagst du? Schneller drücken oder? Ich würde erstmal nur die Marke nehmen. Okay, Leute. Ich mach die Kamera wieder aus. Wir sind bereit. Er geht. Und wir nehmen schnell mal die Jacke. Die Marke, ja. Haben wir schon letztens gelesen. Und wir gehen. Was? Das geht nicht? Es tut mir wirklich sehr leid, dass Sie warten mussten, aber... Keine Sorge. Ist schon in Ordnung. Okay, also worüber haben wir geredet, bevor uns das Telefon unterbrochen hat? Also du hast recht, die Marke können wir jetzt klauen. Die ist schon mal safe. Ja, ich denke, die ist nicht so groß, die ist nicht so auffällig. Um ehrlich zu sein, ich kann mich nicht erinnern. Es war also vermutlich nicht wichtig. Oh, wenn das so ist, werde ich sie nicht länger aufhalten. In Ordnung, tschüss. Okay, passt, die Marke klauen war jetzt echt kein Problem. Das ist schon mal gut. Die haben jetzt auch schon mal gesaved, Leute. Wie ihr seht, unsere Verkleidung ist halt fertig, ne? Das ist geil. Jetzt brauchen wir halt noch irgendwas zum Überführen und zum Aufnehmen. Genau, also wir brauchen, wir brauchen ein Aufnahmegerät, wir brauchen einen Fingerabdruck-Dingsbums, was hier liegt. Und was war das dritte? Da steht doch ein visueller Beweis, eine Aufnahme und Fingerabdruck. Visueller Beweis, das wird aber schwer. Also, sollen wir mal Moment mal. Ja? Ich dachte... Es ist nichts. Tschüss. Oh Gott, tschüss. Oh, so knapp. Ich habe gerade auch gedacht, ich habe fast ins Höschen gemeint. Oh Gott, ey. Ja, genau. Ich wollte jetzt mal gucken, wenn wir da jetzt hingehen zu dem Haus, ob er sich verkleidet. Bisher nicht. Soll ich mal anklopfen versuchen? Ich drück mal drauf. Okay, es bringt nichts zum Reden. Ich muss besser vorbereitet sein. Okay, also die Verkleidung alleine reicht nicht. Dass wir vielleicht irgendwie ein Foto mit dem Handy machen oder irgend sowas. Okay, okay, okay. Da oben sind noch unsere Eier. Wir können das Kabel durchtrennen noch immer, weil es lustig ist, ne? Aber nicht mit der Schere wahrscheinlich. Das Kabel ist zu stabil. Aber es ist so verlockend da innen. Es ist so verlockend. Ja, weil es halt so rumsteht. Ja. Es ist auch verlockend, was in die Lüftung zu geben. Auch, ja, auch. Aber wir haben... Die Asche ist leider leer. Er hat die Asche ja weggeworfen. Ist noch was drin, ein bisschen? Ich würde den Gestank nie loswerden. Hä? Ja, er hat doch gemeint, dass es da draus nicht gut riecht. Ich glaube, eigentlich wollte ich was reinschütten. Naja. Ja, das hatte ich auch lustig. Anzünden! Na, okay. Okay, dann kann man hier nichts machen. Wie kriegen wir die Fingerabdrücke da hin? Gute Frage, wenn wir das Set nicht kriegen. Aber es kann auch gut sein, dass er uns damit halt voll irreführen möchte. Inwiefern? Also, dass es halt so offensichtlich ist, dass es gar nicht die Lösung ist. Das kann auch sein. Das kann auch sein. Ganz schön, sagen Sie, ich brauche ein Fingerabdruckset. Haben Sie eins? Nein, tut mir leid. Nur Inspektoren haben eins. Sie sollten Inspektor Cassé fragen. Auch fragen? Er will mir keins ausleihen. Bestehen Sie darauf. Der Inspektor gibt letzten Endes immer nach. Oh. So habe ich meinen Job hier bekommen, wissen Sie? Was meinen Sie, warum Sie so einen Schwitzer das eingestellt haben? Er sagte, ich wäre nicht qualifiziert. Ich musste ihn 10-mal bitten, bis er mich angenommen hat. Ja, ja. Wissen Sie nicht? Was Sie nicht sagen, wollte ich sagen. Okay, also wir müssen uns einfach nur 10-mal nach dem Fingerabdruckset fragen. Sie schon wieder? Was ich noch fragen wollte, haben Sie ein Aufnahmegerät? So etwas wie ein digitaler Stimmrekorder? Oder auch ein modernes Handy? Nein, tut mir leid. Wir hatten mal welche, aber die sind alle gleichzeitig kaputt gegangen. Offenbar... war ein minderwertiges Teil schuld. Deswegen haben wir sie zurück zum Hersteller geschickt. Zu schade. Aber unser Fingerabdruck... Drück doch... Moment. Wenn ich hier drauf drücke... Genau. Sind Sie sicher, dass ich es mir nicht ausleihen darf? Dürfen Sie nicht. Nicht mal, wenn ich einen Antrag ausfülle und irgendein anderes dämliches Dokument?
nicht mal bei 40 auf die 40. Schriftform. Oh Mann, ich Haben Sie nicht lesen. Mehrere auf dem Revier? Wäre es so ein Problem, wenn ich mir kurz ausleihen würde? Für mich wäre es ein Problem, das ist mein eigenes Set. Nochmal. Bitte! Ich flehe es hier an! Was? Ich will es so sehr! Das Set! Mein Leben hängt davon ab! Würden Sie bitte mit dieser Show aufhören? Bitte! Bitte, 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 bitte! Bitte! Kommen Sie schon, der Herr! Hören Sie auf, sich auf den Boden zu knien. Das ist lächerlich. Okay, okay, wenn Sie es so sehr wollen. Wie geil. Ich leihe es Ihnen für einen Tag aber nur und keine Minute länger. Wirklich? Oh, danke, 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 danke. Kein Kuss, bitte. Aber ich wollte doch gerade... Yay! Ich kann nicht glauben, dass das wirklich funktioniert hat. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Wir sind uns alle einig. Das heißt, hey, es ist nicht hier dabei. Aber wir müssen den Fingerabdruck erst holen. Mhm. Ja, ich denke, wir müssen jetzt unser Podest untersuchen, wo die Tafel drauf gestanden hat. Das war ja zu Hause, ne? Jo, glaub schon. Ich glaube auch. Okay. Leute, wir gehen heim. Und. Heim! Home sweet home. Homie sweet homie. Die da? Genau. Okay. Vogel? Kopf? Hä? Strichmännchen? Was? Ich kann da alles angucken? Die Strichmännchen. Hier sind keine Fingerdrücke. Hm. Kann man nicht. Hat unser allseits geliebter Dieb hier seine schmierigen Finger gehabt? Bingo! Woo! Habe das Fingerabdruckset in meine Mülleimer geworfen. Es hat keinen Nutzen mehr. Das ist so gemein, oder? Mhm. Und ja. Fingerabdruck, Leute. Fingerabdruck. Aber wir haben mich zum Stimmen aufzeichnen. Ich hatte ein Handy genommen. Ja. Hm. Festnetz braucht er nicht. Was könnte man mit Stimmen aufzeichnen? Hm. Haben wir so einen perversen Teddybär, der aufnimmt? Armer Teddy. Er hat mir gesagt, dass er gestern Abend ganz verängstigt war. Keine Sorge, Papa ist hier. Ist irgendwas drin? Wir knuddeln die große Runde. Ich werde meine Unterhosen woanders hin tun müssen. Immer wenn ich eine rausnehmen will, fallen sie mir alle auf den Kopf. Bist du aus Dragon Ball? Hast du dir Unterhose gewünscht? Ein Diktiergerät. Jeder normale Mensch würde sein Handy nehmen. Ja. So kann man da irgendwas draufdrücken? Wir können anrufen. Entschuldigung. Gesundheit. Das kam so überraschend. Okay, Handy geht also nicht. Ah, fuck. Das nehmen wir was auf. Wir brauchen auch noch den visualisierten. Ja, also wir brauchen eigentlich ein Fotoapparat. Wo ist die Zeitung eigentlich? Haben wir nicht in der Zeitung vom Überfall gelesen, deiner? Ja, habe ich eigentlich auch gedacht. Wo war die Zeitung? Ich war sehr verwirrt. Warte. Wo war eine Zeitung? Ich dachte schon, dass du das mal gelesen hast. Ich habe nur eine Chips-Tüte. Cool, immer quatschen nebenbei, by the way. Meister Propper. Cool, ich bin froh, dass Sie noch hier sind. Ich habe leckere Eiswürfel für Sie. Okay, da hat nichts mehr. Tschüss! Hä? Yeah. Das ist ein Keil? Er hat einen Keil dazwischen geklemmt, damit er seinen Wagen nicht wegrollt. Das scheint mir sehr stabil. Kann ich irgendwie rausklopfen? Oh, ich kann die da unten nicht benutzen. Ich glaube nicht, dass... Was bringt es uns mal im Ernst? Nee, ich entferne ihn nicht. Ich habe schon genug Probleme. Oh, ich soll zumindest warten, bis der Typ weg ist. Also wir können den schon rausholen. Nur für was, weiß ich noch nicht. Aber wir sollen es im Hinterkopf behalten. Ja, gerade sehe ich ja keinen Sinn. Aber wo hatten wir nicht irgendwo eine Zeitung gelesen?
Bin ich gerade so verwirrt? Keine Ahnung. Ich dachte halt auch, dass wir eine hatten. Ja. Also. Ich wüsste halt sonst keinen visuellen Beweis. Zeitung. Stabsaugerbügel. Ah, beim Kacken wahrscheinlich. Nein, nur die Rechnung. Das war was anderes. Das wunderschöne Klo, was wir nie benutzt haben. Sollen wir mal benutzen? Ja. Oder? Nein. Sterben wir dabei? Wahrscheinlich, ne? Ich drück drauf. Wahrscheinlich. Alles klar. Aber ich hätte gerne etwas Privatsphäre. Hä? Also. Er hat gerne drauf gefurzt. Nochmal. Das sollt ihr nicht. Also. Fertig. Na, also. Was für eine Erleichterung. Endlich. Nach 30 Folgen oder so. Das war keine gute Idee. Ich glaub's einfach nicht. Nee, ich glaub's auch nicht. Rechnung. Was warst du vorher schon vorher da? Ja. Vorhang. Nee, da hat mir nicht irgendwo nicht. Okay, wir hatten wohl doch keine Zeitung, ne? Doch, wir haben es ganz eindeutig gelesen. Wir haben es jetzt sogar noch gezeigt. Aber warum ist es dann hier zum Beispiel nicht dabei? Menü? Nö. Ja, ich weiß auch nicht mehr, wo es ist. Ich dachte, wir hätten es irgendjemandem sogar gezeigt gehabt. Aber diese Statue da. Schublade, da ist nur Katzenfutter. Vielleicht wäre es eh kein gültiger Beweis. Wahrscheinlich nicht, ne. Aber wo bekommen wir einen visuellen Beweis her? Fuck. Er hat ja hier nichts aufgenommen. Er hat ja keine Kamera, er hat gar nichts. Im Geschäft auch nicht, oder? Nee. Der Wecker spinnt. Die Nachbarn ist nicht mehr da, ne? Ja, anscheinend nicht. Ist doch gegangen. Ist wieder da? Ah. Das ist nicht was? Die von damals. Björn. Nö. Bonjour, Monsieur. Ist mir doch egal. Jetzt lass ich doch, als ob wir immer nur lesen, was da steht. Hallo? Ist Sandra da? Mama? Was? Mama! Komm her! Das ist ein sehr nettes, erzogenes Kind. Hallo Björn, wie geht's dir? Das ist deine Tochter? Natürlich, sie heißt Caroline. Nicht Spaß. Aber du hast mir nie gesagt, dass du ein Kind hast. Ich bin enttäuscht. So ganz ehrlich, ne? Hätte ich das gewusst. Hab ich nicht. Ich bin manchmal so ein Schusselmann. Entschuldige. Rekorder! Könntest du es... Das könnte es zufällig sein. Hast du ein Gerät, um Stimmen aufzunehmen? Na klar. Ich habe ein Tonbandgerät. Was meinst denn du? Ich bin halt schließlich Krankenschwester und sowas braucht man doch immer. Heutzutage hat doch jeder eines. Ja, jeder hat ein Handy. In welchem Jahrzehnt lebt sie? In den 80ern? Perfekt. Willst du mir das ausleihen? Wozu brauchst du es? Ich würde mich gerne auf Karaoke vorbereiten. Oh, du singst! Ja! Selten unter der Dusche. Deswegen muss ich üben. Naja, ich könnte es dir ausleihen, aber ich habe total vergessen, wo ich es hingelegt habe. Komm in meine Wohnung. Komm in meine Wohnung. Ich suche danach, okay? Super! Frag, ob du kommen darfst. Das machst du auch besser. Wir fragen mal nach der Tochter jetzt. Was für ein wundervolles, kleines Mädchen du hast. Es ist ein Junge, wetten wir. Sie sieht dir sehr ähnlich. Das ist fies. Das ist fies. Danke, aber das Äußere kann trügerisch sein. Es ist adoptiert. Caroline ist eine... Was? Unerträglich? Caroline ist ein unerträgliches Kind. Ich habe eher gelesen vor uneheliches. So, da dachte ich mir, hä? Ich habe auch keine Wörter. Und dann habe ich gedacht, ändert ja gar nichts daran, ob unehelich. Sie ist trotzdem die Mutter, immer. Sie ist stur und hört auf nichts.
und niemand. Ich guck dir diesen wunderschönen Gesichtsausdruck an. Ja, sie ist stinksauer. Ja, das ist der Grund, warum ich zum Beispiel noch kein Kind mit denen habe. Guckt euch das an, wie begeistert so Eltern sind. Niemals. Was? Das hätte ich aber echt nicht gedacht, ne? Wie die Mutter, so die Tochter. Wie alt ist sie denn? Caroline? Sie ist 8 Jahre alt. Oh, das geht ja schon. Oh. Pass auf, du hast einen Ruf zu verlieren. Der wackelt eh schon. Ich bin Björn, hallo? Hallo? Ich bin nicht... Das ist Björn. Ich lese nur vor. Wirklich, ich dachte, sie wäre ein Teenager. Sie verhält sich zumindest wie einer. Hm, wenn sie schon in diesem Alter so eine Plage ist, wird das wohl in ein paar Jahren. Dann hat sie 3 Kinder. Um ehrlich zu sein, dieser einfache Gedanke jagt mir eine Heidenangst. Es geht noch weiter. Vielleicht erziehst du sie nicht richtig. Ich finde nicht, dass du uns gut genug kennst, um so etwas zu sagen. Kümmer dich um deine eigenen Angelegenheiten, verflucht nochmal. Du willst hier schließlich noch was von mir. Okay, tut mir leid. Ich wollte dich jetzt echt nicht verärgern. Da hat ein heikles Thema angesprochen. Es geht doch weiter. Es ist schwierig, ein Kind ganz allein großzuziehen, weißt du? Vielleicht sollst du jemanden suchen, mit dem du zusammenziehen kannst. Ja, aber wer? Du etwa? Der Gesichtsausdruck. Wenn du so guckst, ja, dann komme ich ja rüber. Nein, natürlich nicht. Also ich meine, ich beende die Unterhaltung besser. Wir können noch weiter drücken. Ich kenne einen guten Weg, um sie vernünftig zu machen. Der wäre? Ein gepfefferter Tritt in den Hintern. Sollte für einen klaren Kopf machen. Was? Versuch es nur. Ich rufe die Polizei. Nein, du sollst das machen. Moment, das war ein Scherz. Ich verstehe deinen Sinn für Humor nicht. Das war eigentlich kein Scherz, aber... Caroline kommt mir so groß und reif vor. Du musst jung gewesen sein, als du sie bekommen hast. Ist das ein indirekter Weg, mein Alter zu erfragen? Vielleicht. Schuldig. Wie läuft es in deinem Job? Sie hat keine Antwort gegeben. Ganz gut. Ich wünschte nur, ich hätte nicht in diese große, stinkende Stadt ziehen müssen. Naja, fang nicht wieder damit an. Was? Das Land- und Stadtleben zu vergleichen. Also okay. Ich wollte gerade vorschlagen, eine Tonne Kumis zu kaufen, damit es nicht wie zu Hause fühlt. Das ist gemein. Hast du eine besondere Leidenschaft? Du nachts auslebst? Naja, ich sperre... Was? Sie spielt ja gern 50 Shades of Grey. Keine Ahnung. Ich meine, doch spielt alle 50 Shades of Grey. Aber hier interessiert sich niemand. Aber hier interessiert es einfach niemanden. Das kennt nicht mal jemand. Ja? So eine Plage. Was du nicht sagst. Okay, wir sind durch. Ey, Bruder, muss los. Schwester, was los? Sag mal, so, ich dachte, das war die Antwort jetzt. Okay, tschüss. Und da geht es wieder los. Ja? Ich habe ein Rezept in deinem Kochbuch gefunden, das echt lecker klingt. War das Kochbuch Kochen für Dumme oder irgendwie so? Ja. Das ist so geil. Leider fehlen mir ein paar Zutaten. Oh nein. Und ich habe mich gefragt, Finger aneinander tippen. Ob ich sie für dich besorgen kann, richtig? Wenn es dir nicht ausmacht, ja bitte. Überhaupt nicht. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Ich muss ja nicht meine Verbrecher jagen oder Beweise finden. Oh, das ist so nett von dir. Halt die Schnauze. Hier ist die Liste. Du bist so süß. Dankeschön. Lass mich raten, die Xe brauchen wir oder das andere? Ich habe keine Ahnung. Ich denke, die Xe haben wir schon. Aber Möhrchen hätte ich immer mit dabei, Leute. Immer ein bunten Möhrchen eingesteckt. Es wäre irgendwie so logisch, weil guck mal, Eier können wir aus dem Nest holen. Rum haben wir eh schon. Vielleicht sagt sie dir. Was zum? Du hast die Buchseite rausgerissen? Du hast es mir doch geschenkt, oder? Also, das ist ein Grund, das kaputt zu machen. Ja. Was für eine Bäuerin.
Ich habe die Zutaten, die ich habe, schon abgehakt. Ja, okay. Okay. Mir fehlen die Eier, der Rum, Pilze und etwas Honig. Okay, also Rum haben wir. Eier haben wir gesehen. Honig haben wir gesehen. Pilze? Gerade keine Ahnung. Das sollte dir nicht allzu schwer fallen, oder, Sissa? Das ist ein Kinderspiel. Okay. Wenn du mir die Zutaten bringst, lade ich dich heute Abend zum Essen ein. Dann kriegen wir unseren Rekorder. Alles klar. Oh Gott. Okay, wir haben jetzt da oben ein neues Dingsbums. Wo es direkt genau da rumdrehen sein müsste. Okay. Mhm. Also echt cool mit dem Rezept, dass man den Dingen hier erstmal nachgucken kann. Ne? Ja. Okay, Honig wissen wir. Eier, Pilz habe ich echt noch keine Ahnung. Aber Leute, das heißt, wir versuchen in der nächsten Folge hier diesen Honig mal zu bekommen. Ne? Dann werden wir meine Eier suchen. Und dann werden wir rausfinden, wo es die Pilze gibt dahinter, ne? Ja, alles ganz easy. Mhm. Nein, wir suchen nicht den Scheidenpilz, sondern einen zum Essen. Warum? Wie kommst du jetzt bitte schon da drauf? Weiß ich nicht, weil wir das Ganze ja selber auch essen müssen. Das ist das Problem, ne? Also wir müssen jetzt echt gute Zutaten besorgen. Also Leute, seid gespannt, wenn es nächste Folge weitergeht mit wir suchen ganz, ganz viel Scheiß. Leute, lasst gerne ein Abo auf diesem Kanal und gerne auch bei Blacks oder Diana. Der Link zu ihrem Kanal in der Videobeschreibung. Und schaut gern vorbei. Natürlich. Und Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder in vielleicht 2-3 Tagen. Mal gucken, am zweiten Kanal ist das alles ein bisschen chilliger. Viel Spaß, haut rein und ciao. Tschüssi, macht's gut.